Humans and Demons. Humans and Demons. Der Ö1 Festival Podcast zum steirischen Herbst. Teil 7. Die Gruppenausstellung Submarine Frieda. Zu einer der Hauptattraktionen des steirischen Herbst 23 zählt die Gruppenausstellung Submarine Frieda. Der Schauplatz, ein ehemaliger Supermarkt, der zu einer fiktiven Unterwasserwelt umfunktioniert wurde und eine alte Postkarte als Symbol des Friedens ins Zentrum stellt. Gabriel Schaffler hat sich in Graz mit der Ausstellungskuratorin Pieternell Vermottel und dem Künstler Georg Haberler getroffen und sich genauer erkundigt. Pieternell Vermottel, wir sitzen hier im Stadtpark für ein Interview. Ich frage gleich mit der ersten Frage: Wie wird man denn Kuratorin vom steirischen Herbst? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ein Trajekt von einer Kuratorin hat viele Wege. Ich habe lange in London gearbeitet, wo ich Form Content gegründet habe mit zwei Kollegen. Und nachher war ich die Artistic Director auf einer Kunsthalle in Belgien, Netwerk Aalst. Und dann wollte ich gerne wieder in ein internationales Team arbeiten wie Steirischer Herbst. Und das ist wirklich eine spannende Organisation, die sich wirklich mit Kunst und auch die politischen Spannungen auseinandersetzt. Und das ist auch für mich ganz wichtig. So, da spüre ich mich gut. Du bist ja Senior Kuratorin vom Steirischen Herbst. Was genau ist deine Arbeit hier? Wie kann man sich deinen Alltag hier vorstellen? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang von das Denkprozess vor ein Festivaljahr gibt es ganz viele Brainstorms. Es gibt ganz viele Brainstorms zwischen die Kuratoren. Was sehen wir heute als die Möglichkeiten und sich mit Kunst, was macht Kunst in unserer Umgebung, worauf wollen wir nächstes Jahr die Fokus legen. Und oft kommt es auch, dass Künstler an Projekten arbeiten, dass wir uns anschauen, dass wir Studiobesuche machen. Und so kommen die Themen eigentlich zusammen. Wir suchen natürlich auch in Beginnphase die Locations. Und das ist dann auch spannend, da müssen wir schauen, like, okay, wo können wir in die Stadt arbeiten? Was können wir überhaupt machen? Und das ist so ein bisschen, manchmal geht man einen Tag wirklich in die Stadt herum und schaut man sich an, was die Möglichkeiten gibt. Einen anderen Tag hat man ganz viele Studiobesuche. Einen anderen Tag ist ganz voll mit Brainstorms, wie wir Sachen machen. Aber es gibt auch viel Koordination. Das ist eine andere Sache, eine ganz nähe Arbeit mit Produktionen, mit Kommunikation von Steirischer Herbst auch, weil die Künstler sind fast alle neue Kommissionen. Und wenn man dann einmal in einer Phase ist, wo das Realität wird, wo die Künstler einen Auftrag bekommen haben, ja, dann wird auch die Arbeit mit Produktion ganz spannend, weil das hat dann, manche Fragen sind praktisch, aber andere haben auch artistische Bedürfnisse. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ihr gemeinsam beim Brainstorming, wie du sagst, auf die Idee der Gruppenausstellung Submarine Frieda gekommen seid? Kannst du dich daran noch erinnern? Wie war das? Das ist eigentlich die Emily Salzmann, die aka Emily Suttner. And she is a resistance fighter. And she really wanted to fight against the war, being a pacifist. And there is this protest that she organized, and you can see her standing on a Blumenkorso. And there was many, many kids that are also part of that image. Und ich schwitze wieder zu Deutsch. Und wann dann eigentlich in näher die Zweite Weltkrieg, wollte sie natürlich eher vorsichtig sein. Und dann hat das Bild von diesem Protest, die dann auch ein Foto war, da haben sie das Plakat, die Friede gesagt hat, hat sie geändert in Frieda. Und so ist das von einem Resistance-Protest ist das zu einer Birthday-Party gegangen. Und für uns war es ganz interessant zu sehen, wie man eigentlich die encrypted messages, wie man sich selbst eigentlich how you can protect yourself, wie eigentlich auch die Anonymität entsteht. Und so ist dann eigentlich Submarine Frieda für uns eine Stelle gekommen für all unknown heroes and heroinen. Also das ist so eine Stelle, wo wir damit gearbeitet haben. Und das Submarine ist auch eine Idee, weil wir arbeiten mit Hoch und Lach und das ist dann auch Hoch- und Lachkultur. Und Gries ist eigentlich einer von den niedrigsten Stellen in der Stadt, wo
auch viele Überflutungen Platz gefunden haben. So für uns ist das auch eine Art, dass so der Lower Class, die sich da auch historisch Arbeiter, die an dieser Seite von der Stadt, das eine Seite von der Mauer sich bespielen, so das bekommt eine Stadt mitten in einer Stadt. Und man sieht auch die unterschiedlichen historischen Schichten, die da eigentlich zusammenkommen. Und das ist auch die Fluidität von der Geschichte, die sich da stattfindet. Und dann haben wir mit diesen Submarines auch, das wirklich ist eine Idee, dass man von unter das Wasser in die Stadt wieder einen Blick hineingibt. So, wir haben auch viel gespielt mit, was ist das Render, was ist das Future für Greece? Und es gibt ganz viele Pläne auch durch Politiker für Greece. Ne? Was ist die Future für Greece? Und so, das ist auch eine Idee, dass alle so einen Plan haben davor. So haben wir auch eine Möglichkeit gegeben, wo man ganz nahe ein großes Fenster sitzt, wie in einer Tribüne und sich den Blick von unter das Wasser wieder auf Greece schicken kann. So, das ist das Idee zwischen Hoch und Lach. Was ist die Bourgeoisie, was in die Arbeiterkultur, was sind die Formen von Migration. Das bespielen mit dieser auch die Geschichte von des Anarchismus und die Anonymität und die Anonymität in the Heroes of Our Time. Das haben wir dann mit den Arbeiten und die neuen Kommissionen von den Künstlern uns versucht auseinanderzusetzen. Peter Nell, Vermottel, welche Anforderungen müssen denn diese Arbeiten für dich ganz persönlich haben, damit man bei der Gruppenausstellung Submarine Frieda teilnehmen kann? Ich finde das eine spannende Frage und das Antwort ist auch wirklich ja, unterschiedlich. Am meisten würde ich sagen, arbeite ich gerne mit Künstlern und setzen wir gerne eine neue Arbeit dahin. Und das ist auch etwas, was das Steirische Herbst macht, weil da können wir eigentlich die Geschichte von der Lokalität auch mit das Internationale verbinden. Aber welche Künstler dafür dann wichtig sind auch die Sensitivität, das in einer Arbeit zu greifen, dass sie das greifen können. Und das ist nicht einfach. Eine Stelle verstehen, die politischen Möglichkeiten da verstehen. Und manchmal ist das ein Detail, von was wir uns nachdenken. Oder manchmal sind die Künstler dann auch wirklich so, ist ihre Arbeit dann ein Punkt, von wo wir dann zu einer anderen Arbeit gehen. Um einen anderen Künstler, wenn wir diese Künstler ist da, dann müssen wir wirklich diese Künstler da, die Spannung da dahinstellen. So, es ist nicht so einfach oder eindeutig, da eine Antwort aufzugeben. Aber die Arbeit muss spannend sein, es muss Fragen stellen über das Politische, es muss unsere Zeit hinterfragen, es muss, wie wir auf der Welt sein. Ich glaube, dass Ekaterina hat das vorher eigentlich sehr schön gesagt. Wir wollten gerne mit den Leuten, die in die gegenwärtige Zeit interessiert sind, auch zum gegenwärtigen Kunst interessieren. Weil die zwei sind eigentlich wirklich miteinander verbunden und ich glaube, das kann einen anderen Blick dazu geben. Meine Abschlussfrage. Das Thema des diesjährigen Steirischen Herbsts ist ja Humans and Demons. Wo ziehst du da die Verbindung zu Submarine Frieda? Wo widerspiegelt sich das Humans and Demons für dich? Weil da gibt man in Submarine Frieda spielt man auch ein bisschen mit der Naivität. Also das ist eine Naivität, dass wir Frieda wollen. Das ist wir wollen gerne Frieda, aber können wir das Frieda, was Emily Salzmann dahingestellt hat oder gearbeitet hat, hat eine andere Bedeutung jetzt. Ne? Wenn wir auch wir haben da einen Fischtank hingestellt, wo man eigentlich durch das Aquarium zum Postcard schaut und da ist auch der Moskva, ein Russian Ship, gesunken. Das ist ein kleines Detail, aber das Detail ist schon wichtig, weil das zeigt auch, dass Frieda unterschiedliche sozialpolitische Kontexten etwas ganz anderes bedeutet und dass es nicht nur ein natürlich wollen wir das alle, aber wenn man vor einer Sache steht, kann es auch andere politische Auswirkungen haben. Und da ist das Dämonische. Bitte, Nell Vermottel, vielen Dank fürs spannende Interview. Danke vielmals. Das war die belgische Kuratorin Peter Nell Vermottel im Gespräch mit Gabriel Schaffler. Weiter geht es mit Georg Haberler, einem Künstler, dessen Werk Teil der Gruppenausstellung ist. Georg Haberler, wir stehen hier vor deinem Gemälde, wir sind Frieda. Aber kannst du uns vielleicht kurz mal erklären, was überhaupt ein Mixed-Media-Gemälde ist?
Also in meinem Fall ist das Stickerei. Also es ist halt alles auf Leinwand oder Leinen. Und ich besticke diese Bilder mit weißen und schwarzen Nähfaden und mit Textilien und bemale sie von der Rückseite mit Acrylfarbe bzw. Ölfarbe und dann färben sich die Fäden ein oder die Farbe kommt teilweise durch, je nachdem wie ich es von hinten auftrage. Und Mixed Media bedeutet, dass es halt verschiedene Medien auf dem Bildträger sind. Auf deinen Mixed Media Gemälden spielst du dich ja mit verschiedenen Farben, Techniken, Figuren und Perspektiven. Viele Tiere sind wie auf Wimmelbildern versteckt oder teilweise im Vordergrund auch zu sehen. Wie entsteht so ein Stil? Das ist ein langer Prozess. Das ist so, also ich habe Malerei studiert und eher früher so klassisch abstrakt gemalt und war dann, ja, ist dann halt so eine Suche nach seiner Eigenständigkeit, die dann so entsteht. Und irgendwann war für mich klar, ich möchte mich viel intensiver mit Textilien beschäftigen und ich hatte so eine Kindheitserinnerung an die Nähmaschine meiner Mutter und so und dass mich das fasziniert hat und ich wollte mich irgendwie damit befassen, weil ich das Gefühl hatte, dass mir das halt irgendwie mehr Freiheit geben kann und mich wohin führt in eine Richtung, die ich halt noch nicht so beackert hat, aber die mich halt sehr interessiert. Und dann hat das begonnen, eigentlich schon auf der Uni habe ich schon begonnen, Bilder zu zerschneiden und wieder zusammenzunähen. Und das ist dann halt immer intensiver geworden. Und dann am Beginn der Pandemie ist das dann halt irgendwie so ganz ausgeartet, dass mich das dann halt ganz gepackt hat und ich mich hauptsächlich nur mehr mit der Nähmaschine beschäftigt habe. Und ja. Aber wenn du zum Beispiel an den Ursprung deiner Kunst zurückkommst, wie bist du zu der Leidenschaft überhaupt gekommen, etwas zu erschaffen? Weil ich was verstehen wollte. Also ich glaube halt, ich bin da so praktisch veranlagt und mich hat das irgendwie fasziniert. Denn es hat relativ spät begonnen, dass ich mich begonnen habe, für Kunst zu interessieren. Und ich wollte das halt verstehen, weil das irgendwas mit mir gemacht hat. Es hat irgendwelche Emotionen ausgelöst, die ich halt irgendwie nicht verstanden habe. Und meine Herangehensweise war dann irgendwie malen zu beginnen, um das halt irgendwie zu verstehen und mich dann darauf einzulassen. Und dann hat das eigentlich so begonnen und dann habe ich bemerkt, das finde ich gut, weil da kann ich mich halt irgendwie ausdrücken und da kann ich mich selber besser begreifen und Sachen kennenlernen und mich selber besser kennenlernen und Dinge besser zu verstehen. Und ich wollte dann halt irgendwie, also für mich ist das halt wichtig, oder habe ich das Gefühl, etwas zu machen, dass dann halt Leute sich selber drin wiederfinden können oder das anschauen. Also ich habe auch so das Gefühl, dass eigentlich dann die Menschen, die Bilder betrachten, so im Vordergrund für mich stehen und was die dann halt erleben oder was die drin sehen oder dass sie sich irgendwie heranführen kann an irgendwas oder irgendwas entdecken oder irgendeine Emotion bekommen. Und das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken und ich stehe nicht selber so gern im Vordergrund und deswegen ist es gut, wenn ich Kunst mache, weil dann kann die da sein und dann muss ich nicht so da sein. Haben dich Wimmelbilder per se inspiriert mit den Tieren im Hintergrund oder war das nur ein kleiner Anstoßer? Na, das Wimmelbilder interessieren mich schon immer. Ich habe das als Kind schon geliebt, Wimmelbücher anzuschauen. Mir hat das auch so Museumsbilder à la Hieronymus Bosch und so, das hat mir getaugt, weil man da halt so viel passiert und man kann dann halt selber irgendwie seinen Weg halt finden und seine Geschichte finden. Und ich glaube, das hat mir halt irgendwie entsprochen und deswegen ist das dann, war das so ganz natürlich, dass das passiert ist. Und das hat auch vor allem am Anfang damit zu tun gehabt, dass die Nähmaschine natürlich sehr begrenzt ist in seinem Radius. Das heißt, die Figuren konnte man auch noch relativ klein machen und dann hat sich halt irgendwie immer so diese Geschichten ergeben und es wurde halt immer mehr und es wurden dann immer viel Geschichten und umso mehr Zeit ich mit einem Bild verbringe, umso mehr taugt mir das eigentlich, weil dann eigentlich ganz viele Dinge, die mich beschäftigen, tageweise oder im Leben, können dann da hineinfließen und ich wollte das dann irgendwie alles ausdrücken, eigentlich hauptsächlich über Tiere und andere, also Dinge, die eigentlich
nicht so stark sind und nicht, ich will ja niemanden belehren oder so, aber ich hatte so das Gefühl, da kann halt jeder schnell einen Zugang dazu finden und das hat mir halt irgendwie getaugt. Das hat sich so ergeben. Du hast es gerade angesprochen, die meisten deiner Figuren und Objekte, die du auf deine Gemälde stickst oder nähst, sind Tiere. Ich sehe sehr oft das Krokodil, Elefant, Giraffe und Löwe. Hat es was Spezielles mit den Tieren auf sich? Sind das deine Lieblingstiere? Nein, ich habe keine Lieblingstiere. Das sind halt irgendwie, also Vögel und, also es sind alles, sie sind halt sehr ikonisch. Man kann sie relativ einfach darstellen, weil das ist ja alles irgendwie nur so ein Strich. Es kommen aber auch viele, so alle möglichen Arten von Tiere. Das Krokodil ist, ich weiß nicht, es gefällt mir mit dem Maul. Es ist irgendwie so ein Überbleibsel von Dinosauriern. Es ist, ich weiß nicht, alle können damit irgendwie was anfangen. Es ist irgendwie brutal, aber auch lieb. Und eigentlich kommen und gehen immer Tiere. Krokodil bleibt irgendwie, aber ich glaube, das ist auch so das erste Tier, das ich genäht habe, war halt irgendwie ein Krokodil oder zwei Krokodile auf einer Kappe. Und wahrscheinlich ist mir das halt irgendwie geblieben, dass das da ist. Und das ist halt super, weil es ist halt schlank und man kann ganz viel machen und das kann sich verbiegen und das hat einen riesen Mund. Also es ist total flexibel und verformbar und deswegen ist es halt, passt es halt überall rein. Und speziell hier ist jetzt da so die Grundlage des Krokodil, was ja so ein bisschen auch für diesen Blumenkorso oder für diese Wegen steht, mit denen diese Blumenkorsos bespielt werden. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen dieses Monster, das halt irgendwas jagt und vor dem man halt irgendwie Angst haben muss und das irgendwie den Vogel probiert zu fressen und der Mensch probiert reinzustopfen oder zu retten. Man weiß es nicht so genau. Du hast es gerade angesprochen, Blumenkorso, das ist jetzt nämlich meine nächste Frage. Und zwar, kannst du dich noch daran erinnern, wie die Anfrage vom Steirischen Herbst gekommen ist, ob du bei Submarine Frieda etwas machen möchtest? Wie war da deine Herangehensweise an das Thema? Die Herangehensweise war, ich bin mal nach Graz gefahren, habe mir mal die Location angeschaut, habe mich probiert, da so ein bisschen reinzufühlen und habe dann gelesen über diese anarchistische Bewegung und mir diese Postkarte angeschaut, bin dann irgendwie relativ schnell bei dieser Postkarte hängen geblieben, weil da so wahnsinnig viele Kinder oben sind. Und das hat mich dann nachher irgendwie so gecatcht, also da so die Frau im Vordergrund, die sich irgendwie eigentlich einen anderen Namen gibt und überhaupt nicht jetzt da so dieses Gefühl hat, dass sie die wichtigste Person ist und dann die Kinder, die jetzt auch gar nicht so der Krieg in dieser Intensität beschäftigt, wie eigentlich die Männer, die in den Krieg ziehen müssten zum Kämpfen. Und irgendwie hat mich das fasziniert und dadurch, dass ich ja so eine kindliche, naive Herangehensweise habe an meine Arbeiten und das sehr faszinierend finde, wie Kinder interagieren mit Menschen und was die tun und so dieses Gefühl habe, dass das halt extrem wichtig ist und dass man von Kindern ganz viel lernen kann und dass man denen halt mehr Wichtigkeit geben sollte. Und war das dann halt irgendwie so klar, dass ich halt irgendwie so eine große Arbeit machen wollte, die quasi da so genau hineinpasst und die schon fast so ein bisschen beklemmend da drinnen hockt und wo dann drüber eben so dieses Wasser ist und was so ein bisschen so steht für diese Emotionen, die wir halt unterdrücken. Und dann als Gegensatz wollte ich kleinformatige Bilder machen, die so angelehnt sind an, draußen ist so ein Anzeiger, also an dem Gebäude für so Werbeplakate und die sind in diesem Format, weil ich das halt so ein bisschen Werbung dafür machen wollte, so diese Auflockerung, wie Kinder irgendwie durch die Welt schreiten und wie sie neugierig losrennen auf irgendwelche Vögel hin und mit denen spielen wollen oder in irgendwelche Pfützen springen und das für Erwachsene keinen Sinn macht, aber irgendwie macht das für Kinder halt trotzdem Sinn, weil sonst würden sie es ja nicht tun. Und ich wollte dann halt irgendwie diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit und Neugierde darstellen. Und weil ich das Gefühl hatte, dass das halt sehr essentiell ist für ein gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Abschlussfrage. Du bist ja Teil einer Gruppenausstellung. Schaust du dir da vorher die Arbeiten von den anderen an? Lässt du die auf irgendeine Art und Weise mit in deine Arbeit einfließen oder spielt es gar keine Rolle?
Also ich schaue mir jetzt nicht spezifisch an, was sie dafür machen. Also ich weiß dann schon, wer da halt ausstellt und lese dann was über diese Künstlerinnen. Aber es ist jetzt für meine Arbeit, hat es jetzt selber nicht so viel Bedeutung, dass ich das da mit einfließen lassen. Aber unterbewusst ist das sicher so, aber das kann ich gar nicht dann nachher so kontrollieren. Und meine Kunst ist ja sehr intuitiv und es kommt sehr viel aus dem Unterbewusstsein, also wird das schon eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt so aktiv probiere einzubauen, sondern das ist was, was im Prozess passiert. Georg Haberler, vielen Dank fürs Interview. Danke, hat mich gefreut. Gestaltung Gabriel Schaffler.